Auszubildenden, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Der Bildungsstreik ist längst nicht mehr ein Schülerprotest wie noch 2008. Er ist auch nicht ein Protest nur von Schülerinnen und Studenten. Er ist ein Protest all derer, die sich der Bildungsmisere, ihrer Folgen und Hintergründe bewusst sind und dagegen kämpfen. Mit uns demonstrieren heute viele Angestellte der Charité Facility Management GmbH, die seit knapp 9 Wochen gegen Dumpinglöhne und für Tarifverträge streiken. Zu uns gestoßen sind auch viele Anhänger der Occupy-Bewegung, die noch letzten Samstag mit Tausenden symbolisch den Bundestag umzingelt haben. Während der gegenwärtigen Krise spüren wir einmal mehr, wo die Prioritäten der Bundesrepublik liegen. Bald sprechen wir von über 1 Billion Euro, die Deutschland bereit ist, den Banken abzudrücken. Doch die Bevölkerung, die sogenannten 99%, profitieren davon nicht. Seit 15 Jahren sinken die Reallöhne in Deutschland. Das Sozialsystem wird ausgenommen, bis niemand mehr davon leben kann. Und auch das Bildungssystem wird kaputt gespart. Das ist der Grund, warum wir heute mit so vielen unterschiedlichen Betroffenen demonstrieren. Wir alle leiden unter ungleicher Verteilung von Geld und Bildung. Wir alle leiden unter dieser Krise. Diese Krise spiegelt sich auch im Bildungssystem wider. Der kürzeste Schulzeit führt mit Sicherheit nicht dazu, dass wir mehr Qualität in unserer Bildung erfahren. Stattdessen werden wir mit noch früher und mit noch weniger Wissen auf den völlig überfüllten Arbeitsmarkt gespült. Seit jeher gibt es nicht genügend Ausbildungsplätze für alle. Doch durch die abgeschaffte Wehrpflicht und den Unwillen vieler Unternehmen auszubilden, wird diese ganze Situation momentan noch verschärft. Schlechte Arbeitsbedingungen, unbezahlte Überstunden, Arbeiten zum Nulltarif, das ist Realität. Und dabei erhalten mehr als die Hälfte aller Auszubildenden weniger als 500 Euro. Wer soll davon leben können? Statt immer wieder über die angeblich so schlechten Bewerber zu klagen, sollten die Betriebe endlich ihren Auszubildenden mit Respekt begegnen und die Bedingungen verbessern. Doch selbst diejenigen von uns, die mit einem Abitur beglückt wurden, haben kaum eine Chance auf einen Studienplatz. Die Hörsäle, die Seminarräume sind vollkommen überfüllt und trotzdem gibt es nicht genug Studienplätze. Mit erforderlichen NCs von 1,0 in den meisten Studiengängen an Berliner Universitäten bleibt uns nach einem Schulabschluss selten die Möglichkeit, noch in Berlin zu bleiben. Stattdessen rückt für viele Schülerinnen die Bundeswehr immer mehr in den Fokus. Diese hat durch die abgeschaffte Wehrpflicht zunehmend Probleme, neues Kanonenfutter zu finden. Also verstärkt sie ihre Werbung an Schulen und an Universitäten. Jugendoffiziere und Wehrdienstberater ziehen zu Tausenden in die Klassenzimmer und wollen uns von ihren mörderischen Plänen begeistern. Das Ganze nennt sich dann Unterrichtsreihe von Experten zum Thema Friedens- und Sicherheitspolitik. Schon jetzt wird auch im angeblich neutralen und unabhängigen Unterricht auf Bundeswehrmaterial zurückgegriffen. Hier wird versucht, uns die Kriegseinsätze als menschliche und humanitäre Dienstleistungen zu verkaufen. So ein Blödsinn wollen wir uns nicht erzählen lassen. Nicht in der Schule und auch nicht in der Universität. Doch schon früh werden die Weichen gestellt, ob wir einmal einen gut bezahlten Job haben werden oder ob wir uns durch zahllose Warteschleifen beim Arbeitsamt quälen müssen. Die soziale Herkunft und ein Migrationshintergrund sind leider immer noch ausschlaggebend für den Erfolg in der Schule. Doch die Schulreform hier in Berlin führt zu einer noch krasseren Spaltung als zuvor. Wir werden noch viel stärker in Gewinner und Verlierer sortiert, abgestempelt und gespaltet für die Verwertbarkeit, für die Wirtschaft. Entweder gehst du auf ein Gymnasium oder du gehst auf die Restschule. Entweder du packst das Abi in 12 oder du brauchst 13 Jahre. Entweder du bist im E-Kurs oder du bist im G-Kurs. Ich könnte ewig so weitermachen. Doch eins ist sicher, wir lassen uns nicht aufteilen. Wir wollen eine Schule für alle. Chancengleichheit, ganz egal wie viel Geld unsere Eltern haben, woher sie kommen oder wo wir geboren sind. Ganz egal woran wir glauben, welche Hautfarbe oder welches Geschlecht wir haben. Uns wird immer gesagt, wir seien destruktiv. Wir seien nie zufrieden und würden nur kritisieren. Doch wir haben auch einen Grund dafür und vor allem haben wir Lösungen. Wir sagen, dass wir dagegen sind, dass die Wirtschaft mehr Einfluss
Einfluss auf das Bildungssystem hat als unsere Interessensvertretungen. Damit fordern wir eine Demokratisierung aller Bildungseinrichtungen. Und wir werden ignoriert. Wir sagen, dass wir dagegen sind, dass unsere Lehrerinnen, Dozierenden und die Vorgesetzten dazu genötigt werden, den Mut, den Willen und unsere Wut, die wir hier heute gezeigt haben, zu bestrafen. Damit fordern wir volles Streikrecht für alle Schülerinnen, Lehrerinnen und Auszubildenden. Versuchen uns totzuschweigen und durch Untätigkeit den Elan unseres Protestes in nichts verlaufen zu lassen. Aus diesem Grund sind wir dazu angehalten, diese heutige Demonstration, so groß sie auch gewesen sein mag, nicht als Höhepunkt zu sehen. Wir sehen sie als Auftakt für eine Reihe von Aktionen, Protesten und weiteren Demonstrationen gegen das herrschende Bildungs-, Sozial- und vielleicht gar Gesellschaftssystem. Werdet selber aktiv an euren Hochschulen, in euren Schülervertretungen, in euren Klassenkursen und in euren Betrieben. Organisiert euch in der Schülerinneninitiative Bildungsblockaden einreißen. Bildet euch